Weiter geht's bei Super Mario 64. Im letzten Part sind wir stehen geblieben, immer noch in Tic-Tac-Trauma. Aber der 100-Münzen-Stern hat mir den letzten Nerv geraubt, deswegen habe ich da ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Und jetzt geht's dann hoffentlich mit Tic-Tac-Trauma dem Ende zu. Zwei Sterne fehlen, glaube ich, noch, oder? Nee, es fehlt tatsächlich nur noch einer. Okay. Dann habe ich, glaube ich, weil im letzten Part habe ich eigentlich. Ach, stimmt! Stimmt, was laber ich? Ich habe ja nach dem 100-Münzen-Stern direkt noch einen eingesammelt. Weil man verlässt ja den Kurs nicht, wenn man 100 Münzen eingesammelt hat. Das ist gut. Und diesmal läuft hier, glaube ich, alles ganz zackig. Kann es sein? Obwohl, es geht eigentlich. Ich glaube, es geht. Dann fehlt tatsächlich nur noch ein Stern. Hätte ich vielleicht dann doch im letzten Part noch reinpacken können. Weil ich glaube, so lange hätte er nicht mehr gebraucht. Egal, sei es drum. Es ist eh schon vorbei. Und Gott sei Dank müssen wir nicht mehr ganz nach oben, sondern nur noch so bis zur Hälfte ungefähr. Da befindet sich dann unser Objekt der Begierde, Stern Nummer 6 oder halt insgesamt Nummer 7, aber von den regulären auf jeden Fall. Und der sollte sich hoffentlich nicht ganz so schwer gestalten. Ich habe halt jetzt hier, ja, 100 Münzen ist halt immer so eine Sache, ne? Und da mache ich auch direkt wieder, oder stelle ich mich halt nicht ganz so blöde an, wenn ich hier weiß, dass im Endeffekt, wenn ich runterfallen würde, es nicht ganz so schlimm wäre, weil ich keine Münzen habe, die ich zu verlieren habe. Da geht das Ganze schon etwas schneller vonstatten. Vielleicht muss man einfach sich ein bisschen zusammenreißen bei solchen Missionen. Okay. Noch einen kurz abwarten für den. Und passt der Zeitpunkt? Ja, das sieht ganz gut aus. Jawohl. So, und da habe ich nämlich noch einen Stern vermutet. Aber wie es aussieht, ist dann da tatsächlich keiner. Weil es ist nämlich der nächste in diesem Käfig da drin. Da, wo wir. Ja, warte, das war nicht hier, gell? Das war. Ja, genau da. Und Schwebebalken sollen das sein. Genau, da stand ja der Kurs oder der Stern heißt. Okay, ich kann es jetzt hier. Ah, doch, ich kann es sehen. Springe auf den Schwebebalken. Genau, dann sind es Schwebebalken. Weil ich habe im letzten Part mir schon gedacht, wie nennt man die überhaupt? Ja, kurz nochmal vorbeigesprungen vor der Win. Egal. Okay, einen noch kurz abwarten. Wie so oft in dem Kurs. Genau. Dann auf dich. Und hier ganz einfach rein. Stern Nummer 6 damit eingesackt. Es fehlen nur noch 9, dann ist das Spiel beendet. Tatsächlich mal. Seit, keine Ahnung, einem Jahr, wo ich das jetzt aufnehme. Aber man kann es ja nicht, man kann ja nicht richtig ein Jahr rechnen, weil es ist halt einfach so, dass ich zu unregelmäßig, was es anbelangt, hochgeladen habe. Deswegen. Insgesamt, wenn man jetzt berechnet, wie lange ich jetzt aktiv daran zocke, wenn man das hier einsehen könnte, gibt es halt leider nicht die Funktion. Wäre es auf jeden Fall nicht so lang. Und jetzt bin ich mir ganz kurz am Überlegen, war rechts der geheime Stern oder war links der geheime Stern? Wobei es eigentlich egal ist, wir müssen eh in beide Richtungen. Jetzt gehe ich einfach mal da rein. Und ich glaube, da, wo es nicht rausleuchtet, war der geheime Stern. Ja, doch, müsste so gewesen sein, oder? Ah ne, Regenbogenreiserei. Perfekt. Reise auf den Regenbogenstern Nummer 1. Dann nochmal kurz einen Schluck Wasser nehmen, dass ich mich ja nicht aufreg. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Kurs beginnen können. Wir können jetzt hier einfach mal links lang, wenn da auch keine Plattform ist. Aber mit Weitsprung kommt man da ganz leicht rüber. Und ich bin jetzt sogar am Überlegen, ob ich das einfach machen soll. Ich glaube, ich gehe einfach mal da lang. Und da gibt es, glaube ich, links was und rechts was direkt. Wir schauen mal. Wie sich das äußert. Und der Kurs hier insgesamt hat zwar auch ein paar echt gemeine Stellen, aber im Großen und Ganzen ist der 15. quasi, wo man sich denken könnte, der ist jetzt echt hammerhart. Aber eigentlich ist Tic-Tac-Trauma, finde ich, und ich habe es ja glaube ich auch schon mal erwähnt, Tic-Tac-Trauma ist echt der schwerere oder der schwerste Kurs in diesem Spiel, würde ich echt sagen. Ja, und das war von Erfolg gekrönt. So. Okay, das läuft schon mal ganz gut bis jetzt. Nein, und das war nicht so gut. Okay, da habe ich einfach den Zeitpunkt halt ein bisschen schlecht abgetimt mit der Plattform. So, und wenn man jetzt hier hoch geht, gibt es glaube ich einen Stern. Einmal.
Oder? Ja, genau. Und rechts halt auch. Ich gehe einfach mal hier lang. Müssen eh beide Wege gehen. Und hier glaube ich. Oh, da muss ich mal kurz ranzoomen. Sieht man das? Da kann man da überhaupt was erkennen. Ich glaube, ich habe dann nämlich mal gehört, dass ihr seht hinten diese, da wo die roten Münzen rumschweben. Und ich weiß nicht, ob man es in dem Pixelhaufen erkennen kann. Also ich beim Aufnehmen kann es auf jeden Fall sehen. Das soll so aussehen wie ein 8-Bit-Mario. Wobei ich gerade ehrlich sagen muss, ich kann es jetzt nicht genau erkennen. Aber vielleicht bin ich auch einfach wieder blind. Egal. Nur als kleine Randinformation. Und mit der Schiffschaukel oder mit der Schiffschaukelplattform geht's direkt ab zum Stern. Es sei denn... Ja, okay. Da hätte ich einfach kurz abwarten müssen. Oder halt, ja, der Zeitpunkt war halt irgendwie blöd getimt. Dass der Feuerspeier direkt loslegt, wenn ich hier einen Sprung hinlegen will. Aber ich glaube, wenn ich gerade nicht so blöd an meinem Steuerkreuz rumgerissen hätte, hätte ich das auch noch irgendwie hinbiegen können, aber... Hätte, hätte, Fahrradkette, egal. Auf geht's, Stern Nummer 112. Okay. Nicht ganz so hektisch. Dann geht es. Okay. Da habe ich kurz... Ich dachte kurz, das wäre wieder so eine Schaukelplattform. Aber das ist ja diese, ja, wie nennt man die eigentlich? Wo halt, sich je nach Gewicht, wie das Gewicht verlagern, sich bewegt. Also auf ein neues. Und diesmal ist der, steht der Zeitpunkt hoffentlich günstiger. So. Okay, ganz chillig. Dann ist das alles kein Problem. Geht der Spalt noch einmal kräftig. So sieht's besser aus. Und, oh Gott, den wollte ich ein bisschen skillig einsammeln. Ist ja gründlich schief gelaufen. Stern um 112. Mit großen Schritten geht's voran oder mit mehr oder weniger großen Schritten. Lass dich von der Prise tragen. Das war jetzt natürlich nicht der Stern, den man eigentlich regulär vom Spiel aus gesehen einsammeln sollte. Aber egal. Nochmal kurz einen Schluck aus der Flasche. Reise auf den Regenbogen. Das ist eigentlich hier direkt, wo die Richtung eigentlich so einem vermitteln soll. Hey, geh da lang. Und man sieht ja erstmal gar nicht, dass da hinten was ist. Aber ich gehe einfach mal direkt nochmal dahin. Ja, und verletze mich erstmal perfekt. Ja. Aber da sind ja Gott sei Dank einige Münzen, wo wir uns wieder aufheilen können. Die kann ich direkt mitnehmen, die Plattform. So. Und diesmal geht es dann rechts lang. Das könnte sich aber, glaube ich, schwieriger gestalten, wie der Stern, den ich jetzt davor eingesammelt habe. Mal sehen. Ja, und das war nicht so gut, aber ich habe es Gott sei Dank noch retten können. Und die spawnen auch Gott sei Dank wieder, wenn die jetzt für immer verloren werden. Aber gut, dann wäre das Spiel auch, glaube ich, relativ... Ja, nee. Das wäre blöd gewesen, das so zu programmieren. Mit dem Weitsprung mal direkt darüber. Hier sich einfach nicht aufhalten lassen, dass es da so rumrutscht. Oh Gott, ja. Scheiße. Ja, der erste Fail mal direkt in Regenbogenraserei, aber gut. Komm. Endspurt-Time ist angesagt. Reise auf den Regenbögen erneut. Oder soll ich das mal machen? Aber die ist halt auch relativ lahmarschig, die Mission, muss ich sagen. Die könnte ich mir eigentlich aufheben, wobei, so wie ich mich ja eigentlich hier schon wieder anstelle, läuft es eigentlich ungefähr aufs Gleiche raus, die Zeit, in der ich potenziellen Stern einsammeln könnte, wahrscheinlich. Ach ja. Damit, ja, Mario 64 neigt sich dem Ende zu. Und da stellt sich natürlich die Frage, was wird Projekt Nummer 3 werden? Ich bin am Überlegen, es gibt ein Spiel, worauf ich eigentlich relativ Bock hätte. Das ist auch mal im Vergleich jetzt zu Pokémon Rot, wo ich halt schon viel aufnehmen muss, um irgendwie weiterzukommen. Immer mit Pokémon einfangen und so ein Bums. Und gerade hier in Mario 64, ne, so, wenn man dann von Fails gekrönt spielt, dann
Was mache ich eigentlich? Ja, bisschen blöd anstellen for the win, egal. Was ich sagen wollte, da kann es halt hier, also ich habe da ein Spiel in Gedanke oder in Gedanken, was halt bisschen leichter von der Hand geht und was auch bisschen kürzer geht, wo ich nicht ganz so viele Parts aufnehmen muss, bis das rum ist. Und dennoch, ja, also mir ein sehr vertrautes Spiel. Und zwar denke ich da an Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Für den GBA. Ein sehr geiles Spiel. Man könnte sich vielleicht drüber streiten, dass es vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Aber ich finde trotzdem, dass es eigentlich ein sehr schönes Spiel ist. Und ich hätte eigentlich Bock, das mal wieder zu zocken. Und deswegen, das wird auf jeden Fall mal in Frage kommen. Was ansonsten... Vielleicht Mario World, ja, dass ich halt direkt nach Mario 64 noch einen 2D Mario anfange. Ich hätte halt gern die 2D Marios eigentlich der Reihe nach gespielt. Also, dass ich mit Mario Bros. Anfange, dann The Lost Levels oder so und dann halt Mario Bros. 2, Mario Bros. 3 und dann erst Mario World. Aber das Problem ist, dass ich in, das war behindert. Ich bin halt in, den ersten Mario Brothers Teilen nicht sonderlich gut und die spawnen natürlich nicht so, wie ich das will. Danke dafür. Ich bin in den ersten Mario Bros Teilen, ich denke mal, wie viele einfach nicht so sonderlich gut. Wobei das eigentlich nichts heißen muss. In Mario 64 habe ich jetzt auch nicht immer mit Skill geglänzt. Ganz im Gegenteil sogar, würde ich sagen. Aber egal. Jedenfalls, da bin ich mir halt nicht so wirklich sicher, ob ich da so ein gescheites Let's Play draus machen könnte. Dementsprechend habe ich mir so überlegt, okay, ich fange vielleicht mit Mario World an, aber auf der... Hey, was ist denn das? Kriege ich das noch hin? Also irgendwie, ja, scheinbar nicht, weiß nicht. Vielleicht kommen wir probieren mal einfach einen anderen Stern, dann mache ich halt einfach das mal mit Reise auf den Regenbögen. Da gibt es auch wieder mehrere Abzweigungen, die man nehmen kann. Also erstmal einfach hier auf den Teppich. Der bleibt so lange erhalten, wie dieser Regenbogen läuft. Also wenn der Regenbogen zu Ende ist, dann fliegt er halt nach unten und wir mit ihm, wenn wir da nicht rechtzeitig abspringen. Und wenn man aber nicht auf dem Teppich ist, also der verschwindet auch nicht gleich, ich demonstriere das einfach mal, dann, ja, perfekt. Direkt noch ein Fail hinterher, weil ich ja nicht schon so viele gemacht habe. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass, wenn man den Teppich verlässt, bleibt er so eine gewisse Zeit noch erhalten und irgendwann fängt er so an zu flimmern, was einem dann signalisiert, dass man schleunigst hier die Plattform betreten sollte. Weil er sich dann nämlich in Luft auflöst und wenn man dann keine gescheite Plattform hat, auf die man springen kann, dann ist man verloren, ja. Deswegen so viel zur Mechanik von diesem, von dem Perser hier. Ja, da kann man halt nicht, da kann man halt einfach nicht viel machen. Man muss warten, bis man halt an der entsprechenden Stelle rauskommt wieder. Und komm, ich springe jetzt einfach mal hier entlang und hoffe, dass ich... Nein! Was ist denn das schon wieder? Irgendwie gerade ist der Wurm drin, ich weiß es auch nicht. Ach Mann! Komm, jetzt auf den Endspurt werde ich da wohl noch das bisschen hinbekommen. Und nicht die ganze Zeit nur am Rumfailen sein. Komm, ich gehe einfach mal die Lanze da hoch. Was kann man denn da machen? Oh, wobei, da kommt man... Ja, da kann man sich den, da kann man sich das ja sparen, fällt mir gerade auf. Weil eigentlich, ihr seht es da hinten, der Regenbogen... Ich zoome mal ran. Kamera macht mit so. Da, wo der Regenbogen aufhört, da kommt man dann auf die Plattform. Und das kann man sich ja dann so direkt kürzen, Alter. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay, danach gehen wir mal hier direkt weiter. Da gibt es halt direkt wieder Regenbogen-Action. Das heißt, wir können uns nur den ersten hier sparen, aber den zweiten müssen wir halt nehmen. Ist halt ganz einfach so, aber das habe ich komplett vergessen. Da kann ich aber einfach hinten rumgehen. Dann kann ich mir diese erste von Fail gekrönte Passage einfach mal sparen. Und da hinten gibt es jetzt... also wir können da oben einmal auf das Schiff, auf das fliegende Schiff, das hätte man eigentlich noch früh genug gesehen, hätte ich jetzt nicht ranzoomen müssen. Und dann gibt es da oben noch so ein schwebendes Schloss.
weiß es nicht genau, welcher der ist mit Reise auf den Regenbögen, aber ich glaube, das war der mit dem Schiff, gell? Komm, wir gehen einfach mal da entlang. Ich habe es gerade gesehen, jetzt hat er so komisch angefangen zu flimmern, halt zum Signalisieren, dass man sich schleunigst wieder da drauf begeben soll. Und der Lucky Two soll mir mal egal sein. Den hätte ich eigentlich schon unten besiegen können. Werde ich noch früh genug machen, wenn ich die 100 Münzen einsammle, komme ich halt nicht. Oder ja, ich würde theoretisch vielleicht schon um den drum rumkommen, aber die paar Münzen, die der abgibt, die will ich dann halt schon nicht missen. Und hier auch aufpassen, diese Plattform hat so einen komischen Feuerspeier da unten dran. So, da kann ich mir das vielleicht mal kurz sparen und dann direkt nochmal auf den Teppich draufspringen. Nein, und der ist genau aufgelöst! In dem Moment, wo ich springe, hätte der nicht noch eine Sekunde bleiben können. Oh Gott, das schreit ja nach einem Game Over gleich. Fuck! Langsam kotzt. Ach, komm. Ich bin halt noch vorlidiert von der Stimmung her, von der scheiß 100-Münzen-Mission im Tic-Tac-Trauma. Und wieso gehe ich eigentlich da lang? Ich kann doch direkt da lang gehen. Ich hab's doch rausgefunden. So. Dann halt nochmal Reise auf den Regenbögen. Diesmal hoffentlich mit, komm, dich besiege ich gleich, dass der mich da nicht nochmal nervt bei den Teppichen, weil der tut nämlich, wenn wir den halt erwischen, mein Sprung so ein bisschen unterbrechen. Oh Gott, und das ist ja fast wieder ein Fail gewesen. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. So. Deswegen lieber den gleich weghauen, solange wir die Chance dazu haben, dass er nachher halt nicht nervt. Ich wollte halt nur, dass ich nicht auf dem Teppich bin, während dieser Feuerspeier da aktiv ist, dass ich lieber oberhalb von der Plattform bin. Aber gut. Vielleicht warte ich dann den ersten Sprung mal ab und dann erst auf den zweiten. Jetzt mal sehen, wie ich das hinbekomme. Oder ob ich es überhaupt hinbekomme, bevor jetzt nochmal Game Over kommt. Oder müsste jetzt nicht unbedingt sein. Da hinten können wir ja auch entlang. Ich weiß gar nicht. Was kommt denn da? Ich weiß gar nicht. Könnte man vielleicht mal ausprobieren. Aber komm, jetzt nehme ich halt mal den Weg. Ja, okay, scheiß drauf. Bevor ich jetzt da noch irgendwie in der Kameraperspektive bin, wo ich mich nicht bewegen kann. Okay, also wenn ich jetzt da lang gegangen wäre, dann hätte ich halt direkt instant da drauf springen können. Aber von da aus kann ich ja da nicht weiter, oder? Okay, komm, diesmal ist der Rhythmus vielleicht ein bisschen besser getroffen, kann es sein? Okay, den kann ich so überspringen, da werden wir nur so ein bisschen, ja, zerfetzt, so zerkleinert. Ja, zerkleinert ist der falsche Begriff. Wenn man ein bisschen so zerquetscht halt von denen. Dann muss ich jetzt zweimal drüber springen, okay. Oder noch ein drittes Mal von mir aus. Ja. Okay, dann ist aber jetzt diese Hürde mal geschafft. Und dann hoffe ich halt, dass ich jetzt da hinten keinen Mist baue, bevor es jetzt da aufs Schiff geht, weil da sieht man schon durchscheinen den Stern. Stern Nummer 113. Der sollte hoffentlich jetzt kein Problem mehr sein, kein allzu großes Problem. Weil die Stelle hier, die geht eigentlich. Ja, und fast den Teppich verpasst. Okay, da hört der eh auf zu wirken. Bitte da hoch, Dankeschön. Dann einmal auf die Plattform. Ich glaube, mit dem Weitsprung können wir darüber. Genau, und da geht jetzt halt so eine kleine Brise. Aber sobald wir hier das erreichen. Okay, da oben ist direkt nochmal eine. Okay, ich dachte, die hört direkt auf zu wirken, wenn wir halt den Ende von diesem Kasten halt von dem Schiff erreichen. Und wenn man dann nach einem Stern bringt, setzt es direkt nochmal ein. Aber wenn man direkt eigentlich einen Sprung ansetzt, sollte das kein Problem sein. Und es war sogar Reise auf den Regenbögen. Dann ist der nächste Stern mit dem Teppich da, mit dem Schloss. Und er suche das Haus am Himmel, genau. Und ich tue einfach mal ganz kurz nochmal Virtual dazu machen. Und es nochmal neu starten, weil ich halt wieder bei 20 Minuten, ungefähr bei 20 Minuten kann man halt rechnen, tut das Ganze ein bisschen hinterherziehen. Und dementsprechend, ja. Um das einfach noch zum tausendsten Mal zu erklären. So, nochmal auf den Regenbögen.
Okay, die 100 Münzen. Sollen wir die danach in Angriff nehmen? Oh Gott, das war knapp. Hätte ich vielleicht direkt erstmal wieder auf diese Plattform gehen sollen, aber egal, wenn ich es so hinbekomme, ist auch gut. Aber ich kann es mir raussuchen, in welcher Reihenfolge ich das mache. Jetzt mal schauen. Vielleicht nehme ich dann auch erst wieder den Stern da hinten in Angriff. Komm, Lucky, du verpiss dich bitte. Dich und deine Stachis kann ich nicht gebrauchen. Aber den Teppich hier. Ja, es zieht sich halt ein bisschen. Ist halt ganz einfach so. Wenn man halt hier nicht so ein bisschen selber machen kann, was man will, was natürlich nicht unbedingt gut sein muss. Aber so ist man halt ganz einfach an das Tempo von dem Teppich gebunden. Es geht nicht anders. Und vielleicht geht es doch irgendwie anders. Glitch-mäßig sich da irgendwie, keine Ahnung, hochspringen. Ich weiß es nicht. Was da so alles möglich ist in der Speedrun-Sektion. Weil die werden safe nicht auf diesem, auf dem Teppich hier unterwegs sein, weil das dauert ja ewig lang. Aber ich weiß nicht halt, ob es vielleicht doch keine andere Möglichkeit gibt. Doppelsprung bitte. Weil die Gläser hier halt, die sind schon relativ hoch. Und da läuft man dann gerne mal Gefahr, dass man so abgedrängt wird. Aber wir haben es eigentlich schon gleich. Das ist dieses Haus natürlich, von dem die Rede ist. Es gibt auch keine anderen Häuser, die hier rum fleuchen. Da ganz einfach noch ein bisschen Geduld beweisen und sich halt von dem Ofen da drin nicht treffen lassen. Der ist da ein bisschen fies platziert. Das ist wieder so ein Feuerspeier. Man wird es gleich sehen. So, Kamerawechsel einmal. Und ich weiß nicht, muss man da vielleicht sogar. Ja, sich nicht treffen lassen, okay. Nee, aber ich glaube, das führt dann von alleine einfach da hoch. Was wird denn eigentlich passieren, wenn man jetzt da drin verbrannt wird? Fliegt man ja nicht runter, weil da ist ja nicht so, dass da so alles offen ist oder so. Ist da unten eigentlich noch ein Stern drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Da, wo dieser Fragezeichenblock gerade war. Nee, aber wenn man den Teppich nicht erwischt, spawnt dann ein neuer. Aber ich glaube nicht, oder? Ja, dementsprechend einfach mal da nicht von dem Feuerspeier erwischen lassen und dann sollte das gut sein. Oh Gott, und wenn ich an den blauen Münzenschalter von Regenbogen, also Raserei von dem Kurs jetzt hier denke, oh Gott, das muss ich nochmal aufpassen. Wird es mir nicht auch schon wieder schlecht, weil da muss ich den Wandsprung halt relativ perfekt drauf haben, ohne dass der mich zerlegt. Okay, das war gut, dass ich da direkt nach rechts gelaufen bin. So, okay, damit die Hürde auch geschafft. Da fehlt es jetzt nur noch oben den Stern einzusammeln. Das waren jetzt alle Hindernisse eigentlich, an denen wir vorbei müssten. Ja, jedenfalls, um halt die 100 Münzen einzusammeln, da müsste ich halt nachher den Wandsprung gut drauf haben. Was ist da drin? Extra Leben? Ja, komm, gib mal eins her. Für den Fall. Ja, okay, komm. Scheiß auf dich! Das war so ein, ja, ein Leben für ein Extra-Leben-Moment. Ich hätte es vielleicht noch irgendwie skillig mit dem Seitwärtssalto einsammeln können, so dass ich mich dann wieder zurück aufs Dach befördere, nachdem ich es eingesammelt habe. Aber ja, scheiß auf das Extra-Leben. Ich würde mal sagen, es muss ja nicht immer eine halbe Stunde Part sein. Oder wohl soll ich. Ich war eigentlich gerade am Überlegen, ob ich den Part an der Stelle beenden soll, aber soll ich vielleicht mit dem 100-Münzen-Stern oder so schon mal anfangen? Ja, komm, ich tue einfach mal. Wir machen einfach nochmal weiter, komm. Ich mach mal da hinten den Stern bei den Plattformen, wo ich davor kläglich versagt habe und hoffe, dass es nicht mit reinen Fails endet. So, mit dem Weitsprung wieder da hinten schön abkürzen. Aber irgendwie war das auch irgendwie schlecht gemacht mit diesen Plattformen, wo da so nach unten absinken. Wir sind ja so Donuts im 2D Mario. Ja, stimmt. Die, wo man auch so in. Ja, die tauchen eigentlich in vielen 2D Marios auf. Weil von außen sehen die aus wie so. Ja, okay, Donuts ist, glaube ich, falsch gesagt. Aber in 2D Mario sieht man ja nicht, dass es so nach hinten noch weitergeht. Hier halt schon. Und die sinken nämlich auch immer so ab, deswegen habe ich die halt mal kurz so genannt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Und das hätte ich vielleicht kurz warten können, ich Depp. Aber gut, habe ich noch hinbekommen. Und diesmal echt kurz aufpassen da. Okay, also hierhin müssen wir ja so. So, noch ein zweites Mal abdotzen. Genau, okay, das hat schon mal funktioniert. Hier den Schalter, um diese Pyramiden in, ja, umgedrehte Pyramiden zu verwandeln. Oh Gott, und der geht da schnell vorbei, da müssen wir uns beeilen. Okay, da war ich ein bisschen zu langsam. Schaffe ich das so? Wenn ich jetzt da runterfliege, ja. Ich hätte es mir echt zutrauen können, dass ich das noch irgendwie schaffe. Ja, ich glaube, so direkt hoch, gell? Das wird schon wieder nichts. Hä? Was mache ich denn jetzt? Kann man da zwischendurch springen überhaupt? Nee, irgendwie nicht so. Hä? Das war doch nicht so schwer, sag mal. So, mit einem Dreifachsprung vielleicht? Nee, irgendwie nicht. Hä? Junge! Und dann natürlich mit dieser Rutscherei, dann läuft man dann auch nochmal Gefahr, hier blöd zu failen. Nee, aber irgendwie... Okay, so vielleicht. Jawohl. Okay. Immerhin die Millisekunde dann nochmal auf die Plattform geschafft. Perfekt. Stern Nummer 115. Drei Sterne fehlen nur noch. Dann gibt es noch zwei geheime Sterne. Also einmal der letzte reguläre geheime Stern. Und dann halt noch 8 rote Münzen in Bowsers Welt. Und dann haben wir es eigentlich. Komm, ich probiere einfach nochmal, was wir hier noch abgreifen können. 100 Münzen, rote Münzen und dann noch einen regulären, oder? Ne, noch zwei reguläre. Ja, okay, 8 rote und dann... Wo muss man denn noch hin? Man muss sich, glaube ich, da einmal... Komm, ich glaube, ich würde mal den 100-Münzen-Stern, glaube ich, probieren. Weil für den 100-Münzen-Stern würde ich halt wieder das mit den roten Münzen-Stern machen. Und da ist auch, glaube ich, die rosa Bombe auf der Plattform unten und die öffnet uns die Kanone. Weil ich glaube, für einen Stern müssen wir uns mit der Kanone hinschießen, gell? Aber ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher. Das werden wir uns dann alles mal angucken. Aber ich würde sagen, die tue ich dann doch nochmal im nächsten Part verlagern. Also hoffe ich mal wieder, es hat euch bis zu der Stelle gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also macht's bis dahin gut und ciao.